Schließlich öffnest du die Augen wieder und kommst ans vordere Ende deiner Matte. Mit der nächsten Einatmung richtest du dich auf und kommst in eine hohe Hocke. Ausatmend beugst du weiter vor. Du lässt dich hier hängen, Schultern hängen, Kopf, die Arme locker. Einatmend stellst du die Fingerspitzen auf und schiebst den Rücken in die Länge, Wirbelsäule strecken. Ausatmend lässt du nochmal ganz los, aber die Fingerspitzen bleiben aufgestellt. Dann legst du die Hände zum Rücken und mit der nächsten Einatmung streckst du den Rücken und vom Brustbein, vom Herzen her richtest du dich auf und ziehst die Arme wieder mit hoch. Ausatmend lässt du die Arme sinken, einatmend Arme wieder anheben, in die hohe Hocke kommen. Ausatmend ganze Vorbeuge locker hängen, einatmend die Fingerspitzen aufstellen, Wirbelsäule strecken, Rücken strecken. Ausatmen, wieder ganz loslassen, Bauchdecke weich werden lassen, an die Beine heran, so nah wie möglich, die Hände zum Rücken legen, einatmen, Rücken strecken, Schultern weg von den Ohren, Schulterblätter zusammen aufrichten, dann die Arme mitnehmen und ausatmen, Arme sinken lassen. Noch ein drittes Mal, einatmen, aufrichten. Ausatmen, vorbeugen, weich und locker aussehen, Schlaf nochmal abfließen lassen. Einatmen, Fingerspitzen aufstellen, Wirbelsäule strecken, Schultern weg von den Ohren. Ausatmen, locker lassen, Fingerspitzen bleiben aufgestellt. Dann die Hände zum Rücken bringen und einatmen, den Rücken strecken, Schultern Richtung Po. Aufrichten, hochziehen, Arme mitnehmen. Und jetzt direkt ausatmend vorbeugen. Einatmen, das rechte Bein anheben nach hinten. Dann weiteratmen, den Fuß aufsetzen, das Knie aufsetzen und wenn die nächste Einatmung kommt, gerade nach oben ziehen. Hier in die Länge kommen. Vordere Fuß greift in den Boden, am hinteren Fuß sind die Zehen aufgestellt und du richtest die Hüfte auf, ziehst nach oben. Dann bringst du den vorderen Fuß etwas weiter nach vorne, mit der nächsten Ausatmung schiebst du die Hüften nach vorne, du dehnst in der Hüfte. Wer will, kann sich hier etwas weiter nach vorne ziehen, um den unteren Rücken in der Länge zu lassen. Und diejenigen, die jetzt das Thema unterer Rücken nicht so haben, können sich dann weiter aufrichten und mit der nächsten Einatmung mehr in die Rückbeuge gehen. Ja, aber es bleibt dabei, die Hüften sind jetzt nach vorne geschoben. Dann alle mit der nächsten Ausatmung die Hände vorne aufsetzen und zurückschieben, linken Fuß zurückbringen in den abwärts schauenden Hund. Hier rollst du einatmend mit dem Brustbein nach vorne in den hohen Liegestütz. Ausatmend setzt du die Knie auf und lässt dich zu Boden sinken. Stellst jetzt die Fingerspitzen auf und einatmend hebst du den Kopf an. Wer möchte, geht höher. Ellenbogen nach außen. Ein bisschen Platz. Ellenbogen nach außen. Aufrichten, so hoch wie du willst und dann ausatmen, runterkommen, Schulterblätter gehen jetzt zusammen, die Schultern bleiben weg von den Ohren, sinken lassen und dann nochmal, Fingerspitzen sind aufgestellt, ungefähr neben dem Hals in der Höhe, also etwas weiter weg, aber auf der Höhe und dann einatmen, aufrichten, nur so hoch wie du willst. Und beim Ausatmen darauf achten, Schulterblätter zusammen, Ellenbogen gehen leicht dran und wieder ablegen. Noch ein drittes Mal, einatmen, aufrichten, Ellenbogen zeigen nach außen. Ausatmen, ablegen, Schulterblätter bewusst zusammenbringen. Dann setzt du die Hände auf. Einatmen, schwingst du hoch
Und ausatmend ziehst du dich zurück, Arme gestreckt in eine Variante Stellung des Kindes. Einatmen, schiebst du dich hoch in den abwärts schauenden Hund. Im Hund läufst du leicht auf der Stelle. Den Atem fließen lassen, breite Schultern. Breite Schultern, ne? Also den Kopf rausziehen, Ellenbogen beugen, Spitzen der Ellenbogen nach hinten drehen. Mit der nächsten Einatmung bringst du das rechte Bein nach oben und dann stellst du den rechten Fuß nach vorne, richtest dich auf. Du ziehst dich erstmal gerade hoch, atme ruhig weiter. Erstmal hier in die Länge kommen, der vordere Fuß greift in die Matte, am hinteren Fuß dehnst du, Zehen sind aufgestellt. Dann bringst du das vordere Bein etwas weiter nach vorne und mit der nächsten Ausatmung dehnst du in der Hüfte. Jetzt wieder, wer möchte, schiebt sich hier etwas nach vorne und hält die Position. So ist der untere Rücken in der Länge. Und wer die Rückbeuge mag, geht hier mit der nächsten Einatmung in die Rückbeuge. Und dann ausatmend alle vorne die Hände absetzen und den Schritt nach vorne machen. In die ganze Vorbeuge. Einatmen, die Fingerspitzen aufstellen, Rücken strecken, Schultern weg von den Ohren. Ausatmen, sinken lassen, locker werden und die Hände zum Rücken. Einatmen, Rücken strecken, Schultern weg von den Ohren. Aufrichten, Arme mitnehmen und ausatmen, vorbeugen. Einatmen, das linke Bein anheben, weiteratmen, den Fuß hinten absetzen, das linke Knie absetzen und erstmal hochziehen. Gelenk über Gelenk. Atem weiter fließen lassen, spüren, dass der vordere Fuß in die Matte greift, am hinteren Fuß gedehnt wird. Dann den vorderen Fuß etwas weiter nach vorne bringen, ausatmen, in die Hüftdehnung kommen. Und dann wieder dafür entscheiden, willst du dich nach vorne strecken oder in die Rückbeuge gehen. Und mit der nächsten Ausatmung die Hände vorne absetzen, weg in den abwärts schauenden Hund. Breite Schultern. Von hier mit der nächsten Einatmung vom Brustbein her nach vorne schieben, in den Liegestütz. Ausatmen, die Knie aufsetzen und zu Boden sinken. Jetzt wieder die Fingerspitzen aufstellen, Ellenbogen zeigen nach außen, einatmen, aufrichten, Schultern weg von den Ohren, ausatmen, zurückkommen und jetzt Ellbogen etwas nach hinten, Schulterblätter zusammenbringen, ablegen und nochmal. Einatmen, aufrichten, Ellenbogen außen und ausatmen, Schulterblätter zusammenbringen. Drittes Mal. Dann legst du die Hände locker ab, Handinnenflächen zu Boden. Mit der nächsten Einatmung richtest du dich auf. Greifst weiter nach hinten, schiebst dich ausatmend zurück, Stellung des Kindes, gleitest einatmend wieder hoch in den abwärts schauenden Hund, atmest aus, einatmend das linke Bein anheben und den linken Fuß nach vorne bringen, rechtes Knie absetzen, aufrichten. Erstmal gerade aufgerichtet. Wieder das Gefühl dafür, ne? Gelenk über Gelenk. Und dann ausatmen, den vorderen Fuß weiter nach vorne bringen, in die Dehnung kommen. Dafür entscheiden, strecken oder beugen.
und dann ausatmen, die Hände nach vorne absetzen, ganze Vorbeuge, loslassen, dann die Fingerspitzen aufstellen, einatmen, den Rücken strecken, ausatmen, nochmal loslassen, Hände zum Rücken bringen, dann einatmen, den Rücken strecken, hochkommen, Arme hochziehen und ausatmen, die Arme sinken lassen, Augen schließen und nachspüren. Wie fühlt der Körper sich an? Wo sind die Gedanken? Wie fließt dein Atem?